Die Top 4 ist geschlagen und nur noch einer steht vor uns, um auch das letzte der drei Hauptstory-Pfade abzuschließen. Nämlich der Top-Champ. Ja, können wir sie besiegen? Ja, haben wir erst die Top 4 besiegt? Also, wieso sollten wir das nicht können? Ich werde mit diesen zwei wieder leaden. Weil vom Movepool her und allgemein die Stats halt, denke ich mal, ja, das die größte Varietät hat. Gegen das meiste und Nova müssen wir auswechseln. Wir werden es mal sehen. Ich habe keine Ahnung, was sie für Pokémon in den Kampf wirft, womit sie leaden wird. Ich weiß nur, dass sie ein, ja, kein typenbasiertes Team hat. Also wie die meisten letzten Champs. Oh, auf dem Dach kämpfen wir. Das ist ja cool. Hi. Willkommen, Sky. Es ist mir eine Freude, dich hier an der Spitze der Pokémon-Liga zu treffen. Bei der letzten Prüfung handelte es sich um einen Kampf gegen mich, den Top-Champ. Besiegst du mich? Hast du bestanden? So, ehe wir mit dem Kampf beginnen, möchte ich mich bei dir entschuldigen. Als Liga-Präsidentin habe ich nämlich eine sehr unangemessene Eigenart. Wenn es um Pokémon-Kämpfe geht, bin ich nicht einmal zu den kleinsten Zugeständnissen bereit. Das könnte auch der Grund dafür sein, weshalb in letzter Zeit niemand die Prüfung bestanden hat. Wer weiß, vielleicht bist du ja imstande, eine ähnliche grandiose Leistung hinzulegen. Wie Champ Nemina damals. Na nun, genug dabei, du bist bereit? Dann bin ich einmal so frei und prüfe dein Talent auf Herz und Nieren. Ich habe gerade nur ein Gespenst gehört. Theopatra, ja toll. Es wäre mir eine Freude, wenn du mich besiegen und Champ werden würdest. Sie leadet direkt mit dem Psycho-Pokémon. Das ist ja toll. Extremo los. Bitte komm mit einer Psycho-Attacke. Das wäre echt sehr nett von dir. Reflektor. Was heißt das nochmal? So. Anfallen, los. Mein Mianofas Durchbruch, das ist jetzt nicht so schlimm. Ernsthaft? Du bist der Champ und du gratulierst uns dafür, dass wir so schlau sind und das, sehr effektive Attacke einzusetzen. Und jetzt bist du so blöd und sagst, ah, was ist los? Ich habe gerade eine effektive Attacke gegen dich eingesetzt. Ich bin der Top-Champ. Das solltest du doch besser wissen, wenn du mich besiegen willst. Landimperio. Was ist das denn? Ich kenne die ganzen neuen Pokémon doch noch nicht so gut. Egal, Riesenzahn, was auch immer es ist. Ja, und Durchbruch drauf, damit der Reflektor weg ist. Ein gutes. Ach, das Teil. Okay, das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist nämlich Tresurius Weiterentwicklung. Entsprechend ein Stahl- und Nicht-Pokémon hat sowieso eine Schwäche gegenüber Kampfattacken. Chefrum. Was, ernsthaft ein Chefrum? Why though? War nichts gegen Chefrum, aber trotzdem. Und irgendwie ist die das Lichtverhältnis hier oben ein bisschen zu stark, oder? Ja, ein bisschen sehr. Aber naja. Oh, das überlegt sogar am Flammenwurf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Erst mal physisch an. Mann, bist du dumm. Tschüssi. Und wenn du ein cooles Pokémon bist, aber tschüssi. Arctilas ist auch ein. Was? Irgendwie. Hä? Egal. Okay, ich glaube, das ist ein Gesteins-Pokémon auch, ne? Ja.
Hast sogar weniger ausgehalten als Chefrum. Agiluse, oh, sie hat selbst eins. Mal ganz im Ernst. Bisher ist sie jetzt nicht gerade so überragend, oder? Ich verstehe schon, warum du gegen Nemila einen Kürzeren gezogen hast. Bisher ist das nämlich nichts, was du da leistest. Bisher ist das nichts. Lumiflora, ist das ihr letztes? Glaube ich ja, ne? Da weiß ich, glaube ich, sogar, was das ist. Das ist die letzte Stufe von diesem Giftgesteinvieh, meine ich. Was wir in dieser einen Höhle mal gefangen haben. Freue dich nicht zu früh. Das ist das Signature? Okay. Ja, cool. Das passt ein bisschen zu dir wegen den Haaren. Ja, das Licht, das unser Trainer leitet, Lumiflora. Da wir ja den Kampftypen haben als Terraform, wenn ich mich nicht irre. Das ist Gestein, oder? Was ist das? Anscheinend ja. Ja gut, das bringt jetzt auch nichts mehr. Du bist jetzt nämlich eh besiegt. Bye bye. Das war ein Witz, mal im Ernst. Agaria, du bist ein Witz. Also da waren die letzten Champs deutlich schwerer. Vor allem sind die im Remake. Holy shit. Na das hier. Das ist ein Witz. Es war eindruckende Abfolge von Attacken, welch atemberaubende Kraft. Wer hätte gedacht, dass Partie abermals eine solch großartige Trainerin hervorbringen würde. Herzlichen Glückwunsch, Sky. Oder besser gesagt, Champ Sky. Jetzt gibt's endlich wieder Grund zum Feiern. Mein herzlichen Glückwunsch. Wow, wie toll. Du hast es echt geschafft. Glückwunsch. Der ist echt nicht der Mann der vielen Worte. Und der ist wirklich nah am Wasser gebaut. Das ist wirklich ausgezeichnet. Ich habe ein Kloß im Hals vor Rührung. Er fängt das schon wieder an. Geht die Sättigung mal ein bisschen runter. Nee, nicht die Sättigung. Das Licht halt. Geht die Sonne mal ein bisschen ab. Er ist viel zu hell hier oben. Ihr Pomontainer seid der Schatz der Paldea-Region. Und Champs sind die Juwelen in diesem Schatz, die heller strahlen als alles andere. Champs Sky. Fortan werden viele Trainer zu dir aufblicken und dich zu ihrem Vorbild erküren. Werde dieser Ehre gerecht und gehe stets mit gutem Beispiel voran. Und mich begleitet dich noch zum Ausgang. Deine Mitschüler warten sicher schon ungeduldig auf dich. Ja, vor allem die Mila. Die wird uns gleich wieder richtig nerven. Na, hab ich's nicht gesagt. Sky! Sag nichts, ich seh's dir doch an der Nasenspitze an. Du bist jetzt auch Champ, stimmt's? Ja. Hehe, das wusste ich schon. Direkt im Anschluss an deine praktische Prüfung hat mir nämlich der Top-Champ Bescheid gesagt. Ich bin Champ und du bist jetzt auch Champ. Du weißt, was es bedeutet, oder? Wir haben beide den Champ-Rang und sind somit gleich auf. Deshalb will ich dich ganz offiziell fragen. Bitte werde meine Rivalin, ja? Mir das nicht eh schon die ganze Zeit? Juhu, jawohl. Jetzt, wo wir Rivalen sind, können wir nach herzenlos kämpfen. Lass uns gleich damit anfangen. Ich werde dir zeigen, wozu ich fähig bin, wenn ich ernst mache. Ich bitte noch um etwas Geduld, Champ Nemila. Oh, Nummer 1, gibt es da etwa ein Problem? Champ Sky, Riesenzahn und die anderen Pokémon sind doch schon noch erschöpft von der gerade erst beendeten Champ-Prüfung. Wer ein guter Champ sein will, muss sich immer auch in sein Gegenüber hineinversetzen können. Ah, stimmt ja. Das habe ich vor Aufführung mal wieder vergessen. Bitte entschuldigt, Sky und Riesenzahn. Und noch etwas. Willst du euren ersten Kampf als gleichwertige Rivalen wirklich hier am Wegesrand austragen? Wärst du dafür angemessen? Also jetzt, wo sie sagen,
Dann lassen Sie uns doch sicher den Kampfplatz der Pomerleger nutzen, oder? Gibt es nicht vielleicht einen passenderen Ort, der mehr Bedeutung für euch beide hat? Da, wo wir das erste Mal gekämpft haben? Mehr Bedeutung? Weißt du, was für ein Ort sie meinen könnte? Ja, hinter deinem Haus. Ah, dort, wo wir zum ersten Mal gegeneinander gekämpft haben, also? Aber wenn wir bei mir zu Hause kämpfen, wäre das für mich ja überhaupt nichts Besonderes. Was ist sonst irgendwelche Ideen? Misalona City? Das ist eine tolle Idee. Dort hat unsere Reise schließlich angefangen. Erinnerst du dich noch, wie Direktor Glavel meinte, dass es bei unserer freien Projektarbeit um unsere ganz eigene Schatzsuche geht? Ich glaube, ich habe meinen Schatz gefunden. Eine gleichwertige Rivalin, gegen die ich kämpfen kann, ohne mich zurückhalten zu müssen. Damit meine ich dich, Sky. Dich habe ich gesucht. Wenn es dir also nichts ausmacht, dann erwarte ich dich auf den Kampfplatz des Hauptplatzes in Misalona City. Eure Beziehung fußt auf gegenseitigem Respekt. Darum kann man euch wirklich nicht beneiden. Ich werde zwar Topjump genannt, aber Nimila hat bei ihrer letzten Prüfung gegen mich nicht von ihrer ganzen Stärke Gebrauch gemacht. Dessen bin ich mir sicher. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie dir ohne Zurückhaltung zeigen wird, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Keine Credits oder sonst was? Keine Rubeshalle? Nix? Okay. Ja, wir gehen natürlich erstmal hier ins Pokémon Center. Weil es der nächstgelegenste Ort ist. Ja, natürlich kämpfen wir jetzt noch gegen sie. Ist doch klar. Ich weiß, dass sie ein bisschen stärker ist als der Top Champ. Aber wir werden nicht mal geheilt, wow. Wir müssen selber noch heilen. Wie lame ist das denn? Ich habe keine Ahnung, mit welchem Pokémon sie leaden wird. Ich bleibe einfach mal bei Riesenzahn vorne. Wie gesagt, wir können ja immer noch jederzeit herumwechseln. Ja, wir sind alle auf Level 66, das passt schon. Und dann gucken wir mal, wo sie ist. Aber ich speichere aber sogar nochmal vorher. Nur für den Fall der Fälle, ja? Bald ist es soweit. Ah, da bist du ja, Sky. Der Kampf, den wir heute austragen, ist ein Kampf ohne Champs. Wie es aussieht, sind nicht nur wir zwei gespannt, wer Sieger hervorgehen wird. War niemand hier? Ist so aufgeregt wie ich. Er ist bereit für das große Spektakel. Meine ganze Kraft. Gegen deine volle Stärke. In diesem Kampf wird sich zeigen, wer von uns beiden überlegen ist. Ein neues Theme, oder? Wolverock, okay. Ja, das soll der Riesenzahn eigentlich locker schaffen können. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Endlich beginnt er, unser größter Kampf. Erdbeben. So, gleich auf vom Level her. Und sie setzt Zahnsteine an. Igitt. Sie ist auch competitive. Immer diese competitive NPC-Spieler. Tschüss, Wolverock. War nett mit dir. Die Mädel, wir sind. Wir haben selbst den Champ gehabt besiegt. Als ob wir das nicht können, wissen würden. Whiskogon. Karanfogita. Warte mal, nein. Oh, ich bin so blöd. Oder warte mal. Tut. Dieser Eiskreisel da das gleiche machen wie Rapid Spin oder wie auch immer. Hier sind die Turbodreher. Ich glaube ja, oder? Weil das wäre eigentlich ganz gut, dann wären die Tarnsteine weg.
Das hätte ich jetzt hier halt nutzen können. Aber na egal. Mann, meine Stimme heute, Alter. Andauernd spinnt sie herum. Schlurm? Jo, nee, warte mal. Nein. Ich darf nicht Riesenzahn einsetzen. Wobei, wir können mit Nahkampf oder so angreifen, aber das Teil hat eine sehr hohe physische Verteidigung. Deshalb kommt mein Crocky rein. Los, Gellocroc! Weil ich weiß, dass Schlurm eine Fähigkeit hat, mit der es immun vor Bodenattacken ist. Ja, das hat es. Das wird dieses hier wahrscheinlich auch haben. Dummimiesel, okay. Warte mal, ich muss jetzt nochmal kurz was überprüfen. Kann ich nicht, schade. Dann im Kampf, aber wir wechseln eh. In mein wundertolles Riesenzahn. Ja, wir kriegen immer viel Schaden davon. Wirbeltürmung, so das Ziel. Die Zählung zerstört etwaige Felder. Ich will jetzt gucken, ob das Ei, Tarnstein los wird. Wird zumindest nicht angezeigt. Dann bedeutet das wahrscheinlich einfach nur die einfachen Felder. Und nicht sowas wie hier Dingens. Also Tarnsteine oder so werden dadurch nicht beeinflusst. Das ist natürlich jetzt blöd, aber gut, dann müssen wir damit leben. Pamu Mamu. Okay. Wird wahrscheinlich schneller sein. Aber wir haben Erdbeben. Ja gut. Am Ernst, wieso setzt du nicht eigentlich nicht einfach deine Katze ein? Die wäre deutlich effektiver gewesen gegen meinen Riesenzahn. Auch wenn es dann startet und du dir den immer als letztes aufheben willst oder so. Das ist eine dumme Idee. Das ist eigentlich eine sehr dumme Idee. Na gut, wenn du meinst. Luftschnitt. Ja, terrorisiert dich halt. Ist okay. Ja, das ist hier zumindest Pflanzenattacken halbwegs. Also hoffe ich jetzt mal, dass wir nicht gewonshottet werden. Aber wenn es eine immer Crit-Attacke einsetzt, es ist sogar schneller. Ja gut, okay, man darf Maskagato nicht unterschätzen, ne? Von dem Speed her. Aber das halte ich mal voll, ne? Nein, tut's nicht. Blumentrick, wie viel macht das? Au. Ja, das kannst du wahrscheinlich jetzt nach jedem nach jedem Angriff sagen, weil du immer quittest mit dieser Attacke. Ich heile mal einen Starter, mal Starter gegen Starter. Wir kriegen jetzt eh viel Schaden ab, das weiß ich. Wegen Dingens.
Gegen den Tarnstein. Oh, naja. Können wir mitleben? So. Weiß die Telekinesisierung, ist das eigentlich unnötig? Aber so verhindere ich, weil sie eh schneller sein wird, dass sie ja, Dunkelklaue oder sowas einsetzt. Was uns effektiv treffen würde. Aha. Gut mitgedacht, oder? Und Tschüssikowski. Maskagato. Das war's. Wir sind besser als Nemila, außer sie hat mit ihren... Warum ist das Bild weg? Hallo? Okay. Soll das so sein? Du hast es geschafft. Wahnsinn, du bist echt die Allerstärkste. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Ich habe wirklich alles gegeben und du hast mich trotzdem besiegt. Wirklich alles. Oh Gott, sie wird verrückt. Pokémon-Kämpfe sind einfach unglaublich. Die machen noch viel mehr Spaß, als ich mir je hätte vorstellen können. Tausend Dank, doch eins sage ich dir. Den nächsten Kampf gewinne ich. Das glaube ich nicht. Es könnte erstmal eine Verschnaufspause. Und dann stürzen wir uns nochmal ins Vergnügen. welcher Pokémon setzt sich denn am besten im nächsten Kampf ein? Oh Mann, sie ist wirklich verrückt. Der Weg des Champs. Abgeschlossen. Yo, ich bin's, Pepper. Was? Oh, ganz ruhig. Hüpf doch nicht so. Was, Diffuso? Hat deine Stimme gehört und ist ganz aus dem Häuschen, Sky? Ah ja, warum ich eigentlich anrufe? Erinnerst du dich noch daran, dass wir davon geredet haben, Zone 0 einen Besuch abzustatten? Ja. Natürlich tust du das. Ich wollte nicht an deinem Gedächtnis zweifeln. Dieser heißt die. Dank all deiner Bemühungen hast du dir echt einen Namen gemacht. Deshalb haben wir jetzt zwei weitere Leute, die mit uns zu Zone 0 gehen. Hey, mit so einer Truppe kann eigentlich gar nicht mehr schief gehen. Sophia sollte Zone 0 ein Kinderspiel sein. Also dann, wir sollten uns mit den anderen treffen. Treffpunkt ist das sogenannte Tor 0. Ich und die anderen zwei werden dort auf dich warten. Beeil dich, ja? Ich schicke dir die Koordinaten. Okay. Wir warten auf dich, hörst du? Mas. Ja. Okay. Wir gehen zumindest schon mal raus. Aber werden natürlich nicht mehr dahin gehen heute. Natürlich nicht. Ja, normalerweise ist es ja eigentlich so, dass wenn eine Liga schafft, Reddit laufen und ich ein Feedback gebe, aber anscheinend hier nicht. Das ist okay in meinen Augen. Deshalb. Ja, muss das Feedback mal ein bisschen warten. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Credits oder so hier geben wird. Wir werden es sehen. Irgendwann. Aber das Ganze, ich weiß gar nicht, ob es wirklich als Postgame zählt. Oder immer nur zur Hauptstory, weil die drei Hauptstory-Stränge haben wir jetzt abgeschlossen, ne? Gilt Zone 0 dann auch noch irgendwie so ein bisschen als Hauptstory? Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nur, wir machen jetzt erstmal Schluss. Das war's mit Pokémon Kamezin für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat, was nicht. Und ja, ihr mir freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann Zone 0 betreten. Die verbotene Zone. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.